Jo, da sind wir da bei One Piece Unlimited Cruise. Hallo, Batterieleistung. Diesmal nicht alleine. Hallo, ja, ich bin's, der Markus. Schon lange nichts mehr gehört. Grüß auch mal die Batterieleistung. Guten Tag, Batterieleistung. Guten Abend, Batterieleistung. Wie geht es dir? Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Das letzte Mal also. War's vorige Nacht. Das ist mehr oder weniger so ein kleiner Test, um zu sehen, ob das klappt hier, dass Markus auch zuschaut und mitkommentieren kann. Mhm. Weil Jan sich einen super Grabber gekauft hat. Finde ich toll. Hey! Also an sich ist es ein super Grabber, um eigene Aufnahmen zu machen. Nur für Team-Sachen. Für Team-Let's Plays. Ja. Das. Da ist er vielleicht nicht so gut geeignet. Aber ansonsten... Na, du bist schon auf der Einsicht. Ist es ein ganz guter. Okay. Hast du also ja schon... Was, ja, bitte? Was man hier sagen kann, die Soundqualität könnte minimal schlechter sein. Wird es wahrscheinlich auch. Einfach aus der Tatsache, weil ich den Sound jetzt quasi des Spieles über mein Headset aufnehme. Ich habe schon gesagt, wir können ja nächste Folge mit der Handkamera filmen, dann wird die Qualität vielleicht noch ein bisschen besser. Ganz genau. Da hätten wir bestimmt irgendwelche. So, du darfst jetzt erstmal kurz aussuchen, wen wir benutzen. Welchen wohl? Komm, du wirst es wissen. Zorro? Ja, richtig. Okay. Hey, ich bin der größte Zorro-Fan überhaupt. Ich finde keinen cooler als Zorro. Ja. Du siehst auch schon, die können ja schon die meisten Attacken, ne? Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Schwer. Auf schwer, okay. Deswegen halt. Deswegen auch das Let's Play. Wir machen nochmal alles auf schwer in etwas schönerer Qualität. Deswegen wollte ich auch nicht unbedingt meinen alten Grabber nochmal rausholen, weil... Hm. Ja. Schönerer Qualität. Die Soundqualität ist bestimmt super. Mhm. Es ist immerhin in besserer Bildqualität. Ja, das stimmt. Merkt man viel vom... Oh, schön. Merkt man viel von der von dem Schwierigkeitsgrad? Ich habe es noch nie auf schwer gespielt. Es sind sehr viel mehr Gegner da. Okay. Und sie halten mehr aus. Vor allem die Bosse. Also du kannst ja, weiß eventuell noch hier der allererste Boss halt mit Bär, der an sich ja Furz an Energie hatte, hatte jetzt eine ordentliche Energieleiste, muss ich sagen. Also die war gut 2 bis 3 Mal mehr als beim letzten Mal, also bei auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich finde es sowieso irgendwie schwachsinnig, dass sie den als ersten Boss reingemacht haben. Und später kommen einfach nur seine Pazifista-Dinger. Mhm. Komm. So. So, was bekommen wir? Eispulver nochmal. Ich muss dazu sagen, für mich ist es natürlich auch noch relativ schwer zu kommentieren, weil ich die ganze Chance hier so ein paar Sekunden später sehe. Mhm. Aber es sollte schon klappen. Ja, wenn ich halt jetzt sage, boah, geil, dann war es halt schon 3 Sekunden davor, ne? Vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, wie das im Endeffekt dann halt wird, das Video. Der Delay dann auch wird oder so. Ja. Was ich auch hoffe, dass einfach mal der Delay vom Spielesound jetzt nicht irgendwie zu groß ist, dass man das, keine Ahnung, dass man sieht, Zorro schlägt gerade zu und irgendwie erst ein paar Millisekunden später schlägt er, also hört man irgendwie den Sound. Nein, das kannst du ja dann theoretisch. Je nachdem halt, wie meine Stimme dann ist, ne? Ja. Hm. Werden wir sehen. Ich hoffe mal, dass es gut werden wird. Werden wir sehen. Ja, deswegen, das sind jetzt immer 2 Folgen mal nur testweise aufgenommen. Das sind... Lass mich mal gucken. Das müssen die vom 2. und 3. März sein, die Folgen. Okay. Na komm, soll das mal runter. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit dann. Im Moment ist der 19.02.2013, falls ihr das wisst, ne? So, wir können mal angeln. Oh ja, angeln. Also ob ich das noch drauf hab. Deine Angeln schon verbessert? War von Anfang an direkt die Seefisch, Seekönig. Oh, okay. Seekönigin. Ach, die hast du jetzt mitgenommen, oder? Vom alten Spielstand. Jo. Die Items werden alle übernommen, also die Spitzhacke, das Netz, die Angel und der Staubsauger. Mhm. Ich hätte also theoretisch schon, als ich auf der 2. Insel war, da bei den da zu dem einen Punkt gehen können, wo es runter zu Nightmare Ruffy geht. Viel Spaß. Ja, also das wird auf jeden Fall das Schönste von allen, wenn wir den dann auch noch irgendwann machen. Ganz am Ende.
Oh ja. Der war ja schon auf normalen Schwierigkeitsgrad, die Hölle auf Erden. So, mal sehen. Ich kann mich an die Folge erinnern. Gut, ich kann immer noch sehr weit werfen. Auf jeden Fall. Mal schauen, ob du kriegst. Hier gibt's auch Seekönige, ne? Das weiß ich nicht. Oder auf jeden Fall irgendwelche Riesentunfische oder sowas gibt's da. Den Elefantentunfisch kann man hier irgendwo fangen. Ja, genau. Das war doch irgendwas. Ich muss auch ein bisschen darauf achten, in welche Richtung die sich drehen. Weil das sehe ich gerade eigentlich nicht so wirklich. Aber jetzt geht der, glaube ich, hier nur geradeaus. Ich sehe es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und wenn ich es dir sage, dann bin ich 3 Sekunden zu spät. Dann ist er schon gekommen. Ja, richtig. So, aber ich glaube, den haben wir. Danach können wir auch wieder weitergehen. Und wir bekommen den Eissonnenfisch. Hey, du hast den Fisch gefangen! Gut. Können wir erstmal hier wieder weitergehen und die Insel weiter erkunden. Also sozusagen ist Jan jetzt im Moment der übelste Spoiler für mich. So in etwa. So, ich kann auch mal ein bisschen Jan attacken. Ich kann erstmal überhaupt gucken, was müssen wir bei Zorro überhaupt trainieren. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So. Die 3A-Attacke muss trainiert werden, die Sprungattacke muss trainiert werden, der Special muss trainiert werden. Es muss einfach alles trainiert werden im Endeffekt. Ja, doch, so kann man es sagen. Zorro ist eh der coolste. Einer der coolsten. Der coolste. So, und eine Ausdauerkapsel erhalten. Schön. Hier war das noch im ersten Teil war es noch wenigstens schön, man bekommt von den Piraten die ganzen Kapseln, später nicht mehr. Mm. Im zweiten. Was, die sind alle wieder da? Okay. Hier, Party. Bam! Sind alle ein bisschen geflogen gerade. Ich hab's gesehen. 3 Sekunden später, aber ich hab's gesehen. Ja. Und durch Zorros schöner Fähigkeit bekommen wir auch wieder mit ein bisschen Glück auch ein paar SP-Punkte von denen. Was meinst du mit welcher Fähigkeit? Dass er von, wenn er Schwertkämpfer besiegt, da, kann er SP bekommen. Echt? Mhm. Gab's die schon immer? Ja. Sicher? Ich komme mir so unbekannt vor. Das ist, lass mich kurz mal schauen. War das Schwertkampf? Ja, Schwertkampfmeister, Level 2 schon. Okay. Das habe ich auf jeden Fall schon auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. Okay, gut, dann habe ich... ja. Es ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Und war ich beim ersten Let's Play dabei? Oder war ich nur beim zweiten dabei? Also beim zweiten warst du fast die ganze Zeit dabei, auf jeden Fall. Das ist vollkommen richtig. Beim ersten dürftest du eigentlich auch weit lange mit dabei gewesen sein. Ich glaube nicht, oder? Echt? Beim ersten war ich, glaube ich, nicht dabei. Es ist aber auch schon wieder so lange her. Ja, das Let's Play ist jetzt, glaube ich, schon gut 2 Jahre her. Oh, das erste. 2 Jahre. Mein Gott, die Zeit verfliegt, Leute. Tja. Bis ihr euch verschauen könnt, seid ihr 14. Wenn ich mir denke, also ich bin jetzt schon 3,5 Jahre Let's Player. Ja, ich bin... So, locken wir die mal ein bisschen darunter. Wie lange ist es bei dir jetzt schon? Bei mir wird es im Sommer jetzt 3 Jahre. Ja, auch also sehr lange. Ja, doch, definitiv. Autsch. Also jetzt bald sogar 3 Jahre. Mhm. Irgendwann so, im letzten locken wir mal hier runter. Mai, glaube ich, habe ich mein erstes Angebot. Ja. Ich kann ein bisschen Werbung für dich machen, die können wir auch bei dir gucken gehen. Ja, im Moment ist gerade nicht so viel los bei mir, weil... Oh, da gab's goldene Eier von denen. Daran kann ich mich noch erinnern. Im Moment habe ich ein bisschen arge Probleme mit dem Aufnehmen. Ah. Mein Fraps macht nicht das, was ich möchte und ich krieg's einfach nicht gebacken. Die können sich ja trotzdem ganz viele alte Projekte von dir anschauen. Ja, die alten Projekte natürlich. Hast ja. Ja, ein paar. Wie viele Videos hast du denn so? 1000 irgendwas, 1200, 1100, ich weiß nicht, irgendwie sowas um den Dreh. Also über 1000, das dauert eine Weile, bis man das durch hat. Boah. Und nebenbei, du siehst ja eventuell schon ein paar Änderungen bei den Gegnern. Die kleinen Viecher von Enel.
Gab's die da vorne? Laufen auch ja, hier. Die gab's doch da auch schon, oder? Nicht hier. Nicht auf dieser Insel. Ich war mir fast sicher, dass es die auch hier gab. Wo ist der jetzt hin? Da. Seine Leiche. Ausdauer. Also die gab's auf jeden Fall. Vielleicht gab's. Ich bin mir jetzt nebenbei. Ich bin mir fast sicher, die gab's, die gab's da auch. Oben, weiter oben halt, bei dem Geheimbereich, wo man gegen den optionalen Boss hier kämpft, aber nicht hier unten. Okay. Naja, gut. Aber das ist jetzt auch nicht so das Problem, ne? Hm. Wir laufen trotzdem aber weiter durch. Hast du schon ein paar Items für Sanji gesammelt, damit man wieder ein bisschen Essen kochen kann? Ja, hier und da. Oder reichen dir deine Leben noch? Nee, ich sag mal so, Sanji, Chopper und Ruffy sollten lange keine Probleme haben, auf jeden Fall. Die haben ja schon fast alles voll. Echt? Ich kann ja gleich mal kurz gucken, nachdem es hier aufhört, Gegner zu regnen. naja, du siehst hier, 781. Oh ja, stimmt. 674, 852. Der Chopper ist dein Liebling. Rumble Ball. Ja, sicher. Rumble Ball ist so ziemlich die mächtigste Waffe in diesem Spiel. Auf schwer hast du ja auch, glaube ich, die Möglichkeit, 3 Rumble Balls zu fressen, ne? So viel wie meine, ja, wie meine SP halt. Nein, ich meine ja, dass du dich in den Monster Chopper. Monster Chopper fahren, genau, richtig. Das ging auch schon auf normal. Richtig, gibt es auch schon. Man muss. Ach, 10% Leben, glaube ich. Dann. Wenn ich jetzt danach frage, werden es eh wieder wahrscheinlich 300 Leute schreiben, das war damals auch schon so. Ich weiß noch, man muss Entschlossenheit auf 5 haben und dann eine bestimmte Anzahl an KP und dann vielleicht einen Rumble Ball, glaube ich, essen und dann verwandelt man sich in Monster Chopper. Aber das kann ich nicht wirklich empfehlen, weil das ist einfach nur so ein bisschen Power-Up, aber dafür Ausweiche 0. Warst du schon beim Monster Chopper? Habe ich einmal irgendwann mal ausprobiert, privater, weil ich das gespielt habe. Okay. So, ich kann mal kurz gucken. Hey Chopper, du warst der Hammer, du hast nichts gemacht! Natürlich! Entschlossenheit, Level 2 habe ich gerade, Level 1 habe ich, für Level 2 brauche ich da noch ein bisschen. Mhm. Also bis das auf Level 5 ist, dauert das eine Weile. Willst du dann das Spiel auf 100% spielen? Also auch alle Charaktere auf 100%? Das dürfte sehr lange dauern. Ja. Ich weiß, deswegen habe ich es ja jetzt gefragt. Mal schauen, wie weit ich das mache. Leute, entscheidet ihr doch, was Jan macht. Nee. Nö, ihr entscheidet nichts bei mir. So, das zumindest nicht. Ein bisschen Grün brauchen wir jetzt. So, kann ich das hier verfüttern? Das reicht nicht. Das ist nicht dafür. Die Quallen kann man in diesem Spiel eh nicht für nichts anderes benutzen, als sie zu verfüttern. Oh, sie geben wenigstens ein bisschen was. Aber Blau hatte ich nie ein Problem, das voll zu kriegen. Nö, das ist ja relativ leicht voll zu bekommen. So, hier können wir jetzt erstmal die Leiter bauen. Frankie! Der macht alles super! Super! Ja? Okay, das hat irgendwie gerade ein bisschen länger gedauert. Ja, ich hab's mir auch gerade gedacht. Aber die Leiter lassen wir erstmal da stehen und gehen hier jetzt weiter. Was hältst du denn davon, dass letzte Woche kein One Piece Chapter gekommen ist? Da müssen wir beim Thema mal bleiben. Fand ich nicht so schön. Das wird da ganz spannend. Ja, doch. Jetzt ohne groß zu spoilern, aber es geht gerade richtig auf einen großen Kampf zu. So in etwa, ja. Ui, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, auf einen interessanten Kampf. Aber das Gute ist, für uns zumindest sollte morgen wieder eins kommen. Ja, genau. Wenn ihr das seht, ist das Kapitel, was für uns morgen kommt, eh schon wieder 2 Wochen alt. Das stimmt. Wenn da irgendwelche dabei sind, die auch den Manga mitlesen, mitverfolgen. Der 2. März wird das sein? Ja. Autsch. Ja, das ist ein Samstag. Na komm. So, einmal dich weg. Und dich weg. Fast. Könntest schon noch so ein bisschen besser zielen, Jan. Er ist im Kreis gelaufen, das zählt nicht. Ja.
Ist gut. So, laufen wir erstmal da unten und aktivieren da unten mal die... Man merkt, dass du dieses Spiel schon ein paar Mal durchgespielt hast. Minimal. So. Gehen wir mal hier hin. Und hier kann uns unser Frankie wieder mal ein bisschen was hier hinbauen. Du liest ja gar nicht mehr vor, Jan. Das ist voll unprofessionell. Fast. So. Das hier und werde ich aber Robin übernehmen lassen, weil hier gleich, keine Ahnung, wie viele Gegner auf einmal auftauchen. Oh ja. Viel Spaß. Okay, wenn du mir vorlesen will. Nicht die schon wieder. Ey, Moment mal, so viele. So. Wandelt euch mal so ein bisschen. So hast du denn mit so einem komischen Akzent gesprochen? Weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, das ist so der Akzent von Frankie. Robin. Unsere Massenvernichtungswaffe. Machen wir erstmal hier noch ein bisschen. So, und jetzt. Ich glaube, sie hat jetzt gut getötet hier gerade. Ja, doch. Heilkräuter hier. War ganz okay. Kann man lassen. Und sie levelt auf jeden Fall ganz gut ihre 3A-Attacken. Weil sie sich einfach nur irgendwo hinstellen muss. Tot, tot und tot. Ja, besonders die Gegner hier, ne? Nochmal hier tot, tot und tot. Diese komischen Lehmpuppen sind ja auch nicht wirklich problematisch. Ja. Überhaupt. Wenn man das gut timet, ist eigentlich gar kein Gegner problematisch. Weil, ja, der einzige, der übrig ist, hat ein paar Messer ins Gesicht bekommen. Ich wollte ihm nur so eine kleine Gesichts-OP verabreichen. Verabreichen? Verpassen. Du darfst Lysop reden. Ja, bei mir dauert es aber ein paar Sekunden länger, ne? Brrr, ich friere mir hier die Nase ab. Kälte macht mir nichts aus. Wie sieht's bei dir aus, Ruffy? Mir ist geil! Auch nochmal deiner. Das hat ganz schön lange gedauert! Oh Mann. Haben einen Froschgrad im Hals gehabt. Hat man vielleicht gehört? Ein bisschen. So, jetzt darf Zorro wieder übernehmen. Ich muss kurz mal gucken, wie sieht es eigentlich bei Robin aus mit dem Leveln? Ja, 7, 8, 6 und ja, nur auf, noch auf 5 oder auf 2. Oh, süß auf 2. Ich habe meine Charaktere immer voll trainiert. Ja, das wird ja auch alles noch voll trainiert. Ja, ja. Irgendwann. Ob fürs Let's Play oder für privat einfach. Gibt es noch was Schwereres als schwer? Im zweiten Teil ist, meine ich, Ultimate nochmal eine Stufe schwerer. Okay. Da bekommt man halt auch dann die letzte Schatzkarte. Um, ich meine, Mr. Two freizuschalten. Oh, cool. Hatte ich aber auch noch nie bisher. Ja, es ist halt echt viel Arbeit, was man da reinsteckt. Du musst aber das Spiel auf schwer durchspielen. Oder halt hier... Unlimited Cruise 1 auf schwer halt und die Daten übernehmen. Und wenn du es auf schwer durchgespielt hast, kannst du es dann dadurch nochmal durchspielen auf Unlimited. Also im Endeffekt musst du das Spiel dreimal durchspielen dafür. Zorro stirbt gleich. Zweimal. Ist dir schon klar? Ja. Ich habe aber noch Heilpillen dafür. Ich wollte gerade nur so ein bisschen hier die Attacken trainieren. Okay. Dann ist ja gut. Wenn du weißt, was du machst, dann ist das alles in Ordnung. Ja, so, hier. Damit du nicht meckerst. Okay, passt. Im zweiten Teil kann man diese Sprungattacke von ihm auch viel besser kombinieren. Mit seiner zweiten Sprintattacke geht er nach oben und aus der Luft heraus kann er dann diesen Adlersturz machen. Ich fand das Zweier sowieso ein Stück besser. Ja, das ist ein zweiter Teil, da haben sie einfach mal ein bisschen was verbessert. Ja, nicht immer ist der zweite Teil besser. Aber sehr oft. Na, eigentlich eher nicht. Meistens ist er der... Sehr gut, Jan. Aber sehr oft. Naja, wobei. Eigentlich eher nicht. Ja, meistens leider ist der zweite Teil immer noch mal ein bisschen schlechter als der... Also bei Spielen kann man schwer sagen. Da ich sehe sowieso jedes Spiel, sei es jetzt, ob es ein Spiel von einer Reihe ist oder irgendwie... Was ist zum Teufel? Wieso wirst du... Achso, da oben waren anscheinend Gegner.
sage ich jetzt mal, wenn ich Final Fantasy anschaue oder sowas, sage ich jetzt nicht, dass das, ich vergleiche die Spiele sehr selten miteinander. Dann muss aber auch sagen, Spiele, die auch wirklich zusammenhängen. Final Fantasy hängt nirgendwo was zusammen, jetzt außer die offensichtlichen halt mit dem zweiten und dritten Teil und so richtig, weiter. Richtig, aber es gibt halt viele, die sagen, oh ja, Final Fantasy ist voll schlecht geworden. Das stimmt nicht. Final Fantasy ist kein schlechtes Spiel. Es ist vielleicht nicht mehr so gut wie die alten Teile. Oder gibt nicht mehr so dieses Feeling her. Aber für mich ist es trotzdem ein super Spiel und ich sehe es halt immer als einzelnes Spiel an. Und die Spiele haben mir bis jetzt immer Spaß gemacht, auch wenn ein anderer Teil jetzt vielleicht mal besser ist. Aber da kann man bei jedem Spiel sagen, das Rollenspiel ist nicht... Ich spiele gerade im Moment Ni No Kuni, falls dir das was sagt. Super Spiel, ja, super Spiel. Möchte ich auch noch spielen irgendwann. Atmosphäre ist absolut genial getroffen. Da kann man auch sagen, ja, Suikoden 5 ist ein schlechtes Spiel, weil das die Atmosphäre nicht so einfängt. Stimmt nicht, Suikoden 5 ist auch ein gutes Spiel. Also in meinen Augen. So. Ja, die Suikoden-Spiele möchte ich auch noch irgendwann spielen. Habe ich bis jetzt leider noch nicht die Chance für zugehabt. So. Also wenn du sehr auf dialoglastige Spiele gehst, dann spiel Suikoden 5. Ich habe es erst vor kurzem so einen Teil wieder gespielt. Und ich habe so gefühlte, nee, nicht mal gefühlte, ich glaube es waren wirklich so 3-4 Stunden lang, bevor man überhaupt richtig zum Kämpfen kommt. Ja. Weil du nur Story spielst, nur Story. Und irgendwelche Textboxen. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, aber so ist jetzt nicht so unbedingt hundertprozentig mein Geschmack. Es ist zwar trotzdem schön gemacht, das Spiel, aber... Ah, okay, wir brauchen jetzt mal wieder ein paar Sachen. Gut, dann können wir zurück zum Schiff jetzt erstmal gehen. Wobei ich sehe gerade, wir sind schon wieder über 22 Minuten, fast 22. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen Schnitt. Und beim nächsten Mal fangen wir einfach direkt auf dem Schiff dann wieder an und ja, wir nehmen dann gleich direkt mal die zweite Testfolge, nenne ich es mal, auf. Okay. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.